Ja, Carina, herzlich willkommen in der Syncon Franchise Beraterinnen Family. Ja, wir kennen uns ja schon jetzt, glaube ich, über 15 Jahre. Ja, über 15 Jahre, und du hast deinen großartigen Franchise-Weg eigentlich gegangen. Du warst Franchise-Nehmerin bei Mrs. Sporty, hast innerhalb kürzester Zeit über 100 Standorte aufgebaut in Österreich mit Franchise-Nehmern und Franchise-Nehmerinnen, bis dann nach Deutschland. Du sagst immer, du bist Österreicherin, aber auch sehr gerne in Deutschland. Ja, bis nach Deutschland in die Franchise-Zentrale und hast dort, wie es so schön heißt, das Business Development geleitet. Also du warst zuständig für internationale Expansion und nationale Expansion. Und du hast für mich was Faszinierendes gemacht. Du hast dort sich sehr stark beschäftigt mit dem Thema Change. Ja, wie führt man neue Innovationen oder Innovationen in einem Franchise-System ein? Erzähl uns doch ein bisschen mal was so über deinen Franchise-Weg. Sehr gerne, ja. Und ich freue mich auch, mit dabei an Bord zu sein bei Syncon. Mein Franchise-Weg hat tatsächlich noch vor Mrs. Sporty als selbstständige Verkaufstrainerin bei VBC, auch im Franchise-System, begonnen. Das war dann mehr oder weniger so der Weg als Mitarbeiterin, würde ich sagen, wo ich Franchise erstmals kennen und lieben gelernt habe. Und dann ist aus so einem eigenen Bedürfnis, nämlich nach einer Bandscheibenoperation, ich soll doch mehr Krafttraining machen, wo ich mich in herkömmlichen Fitnessstudio nicht ganz so gut aufgehoben gefühlt habe. Und dann ist der Weg zu Mrs. Sporty gekommen, weil damals zu dem Zeitpunkt gerade der allererste Mrs. Sporty Frauensportclub in Österreich, in Burgersdorf, eröffnet hat. Dort wollte ich mich als Mitglied einschreiben, das heißt, ich bin auch Kundin eines Systems gewesen und habe auf der Stelle entschieden, Wien braucht Mrs. Sporty, ich mache meinen eigenen Sportclub auf, habe mich am selben Tag noch als Franchise-Nehmerin beworben und dann 6 Monate später diesen Club in Wien eröffnet. Das Geniale war, dass das eine extrem erfolgreiche Eröffnung war, wie auch schon die allererste Eröffnung in Burgersdorf. Und das hat dazu geführt, dass ein irrsinniger Run dann auf Mrs. Sporty einerseits von Mitgliederseite, allerdings auch, dass Mitglieder dann selber auch Interesse bekundet haben, auch so Clubs zu machen. Und da ist dann aus der Franchise-Zentrale in Deutschland die Idee gekommen, Carina, macht doch gemeinsam mit der Juliane, startet ihr doch den Vertrieb für Österreich. Dann ist das direkt da national und geht einfach schneller und einfacher. Und ja, dadurch, dass ich ein großes Vertriebsherz habe, war das natürlich eine perfekte Kombination, so meine Herzensangelegenheit Franchise, Fitness und Vertrieb zu kombinieren. Und dann ist der Erfolgsrun weitergegangen, weil wir haben innerhalb von nur 4 Jahren 100 Clubs in Österreich eröffnet, tolle Franchise-Partner an Land bekommen. Und ja, dann waren nach 4 Jahren Österreich mehr oder weniger ausgebucht. Und deswegen ist es dann nach Deutschland in die Zentrale gegangen, für den deutschen und internationalen Vertrieb in der Verantwortung. Und dann 2016 ist so aus der Innovation heraus die Idee gekommen, das Training komplett umzustellen, von Gerätetraining auf funktionelles Training. Ich war dann der erste Club, der diesen Change gemacht hat. Deswegen habe ich selber auch diese Erfahrung gemacht. Und auch das war wirklich von Erfolg gekrönt. Und hat uns dazu veranlasst zu sagen, okay, die Mitglieder finden das toll. Ich habe in dem Moment 60 neue Mitglieder gewonnen, was gigantisch war, nachdem mein Club da schon 8 Jahre alt war. Und das hat nochmal so einen Boom gebracht, den Umsatz erhöht, weil wir auch die Preise angepasst haben an diesen an diesen Mehrwert für den Nutzen für die Mitglieder. Und habe dann diesen Prozess aufgebaut, wie schaffen wir das, dass so viel wie möglich Franchise-Nehmer auch diese Umstellung schaffen. Und das ist dann auch nochmal sehr, sehr toll gegangen. Wir haben dann in 2 Jahren haben fast 85% der Franchise-Partner umgestellt, wobei man sagen muss, das war insofern auch eine Herausforderung, weil die Investition fast nochmal in der Höhe war, wie wenn du einen neuen Club startest. Und ja, da war der Schlüssel einfach die dementsprechende Ausbildung, Schulung der Franchise-Partner, damit sie in der Kommunikation mit den Mitgliedern das einfach souverän meistern können.
Ja, großartig. Du warst ja auch viele Jahre lang, ich glaube, es war über 10 Jahre, Mitglied im Vorstand des österreichischen Franchise-Verbandes. Hast du auch viel mitbewirkt und mitgestaltet. Also du brennst für Franchising, ich glaube, das kann man so sagen. Ja? Ja, erzähl uns ein bisschen über diese Leidenschaft. Ja, die Leidenschaft kommt für mich wirklich aus der persönlichen Erfahrung. Ich bin sehr effizient getrieben und ich finde, dass Franchise das am Punkt erfüllt. Denn einerseits kann ich mich um die Dinge kümmern, die ich gern mache. Also beispielsweise, wenn ich an Sport interessiert bin, möchte ich meinen Kunden ein tolles Training anbieten und kann mich darauf fokussieren, weil ich einfach die Zutaten für den gesamten Erfolg von der Franchise-Zentrale geliefert bekomme. Also das finde ich einen riesen Mehrwert. Gleichzeitig auch nach dem Motto, niemand ist so gut wie wir alle gemeinsam, auch davon den Erfahrungswerten auf unterschiedlichen Ebenen zu profitieren. Und es gibt da einen tollen Erfahrungsaustausch in der Franchise Community, länderübergreifend ja auch. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig und gut. Deutschland, Österreich, Schweiz, im deutschsprachigen Raum natürlich, durch den Franchise-Verband angesprochen, also da, wo sich die Franchise-Systeme, die Franchise-Geber austauschen, natürlich viel Austausch bei den Franchise-Nehmern im Rahmen der R-Vertagungen etc. Und dann natürlich auch viel für die Mitarbeiter. Und das finde ich einfach den einfachsten, schnellsten und besten Weg, um zum Erfolg zu kommen. Mhm. Wir sind ja bei der Syncon Franchise-Berater seit vielen, vielen Jahren. Wir sind im deutschsprachigen Raum Marktführer. Du bist jetzt mit dabei, das ist großartig. Da freuen sich alle Synconianer sozusagen darüber. Ja. Und unser Schwerpunkt liegt ja einerseits im Aufbau von Franchise-Systemen, also Newcomer, die wir beraten, die ein Franchise-System entwickeln möchten. Und auf der anderen Seite sind unsere Kunden seit vielen, vielen Jahren die Franchise-Geber, die schon lange existieren, die wir betreuen und beraten bei Weiterentwicklung, Reorganisation, Internationalisierung. Wo ist denn dein Schwerpunkt in der Franchise-Beratung? Ja. Oder deine Schwerpunkte, weil du hast ja mehrere. Ja, ja. Also, wie ich schon gesagt habe, ist mein Herz brennt auch für Vertrieb. Und das ist, denke ich, eine Sache, die in jedem Franchise-System notwendig ist, auf zwei Ebenen. Einerseits, dass die Franchise-Nehmer vertrieblich gestärkt werden, um noch erfolgreicher, noch schneller erfolgreicher zu werden. Und auf der anderen Seite, von der Franchise-Geber-Seite, wie finde ich denn neue Franchise-Partner, die tatsächlich gut in mein System passen? Ich habe jetzt gerade mit einem relativ jungen Franchise-System gesprochen, die gesagt haben, okay, jetzt nach den ersten Erfahrungen wissen wir, wer denn wirklich zu uns passt, was soll so eine Person mitbringen. Und jetzt haben wir noch die Challenge, wie kriegen wir denn wirklich heraus in den ersten Gesprächen, ob das tatsächlich die richtige Person ist. Und das ist, da dreht es sich um Kommunikation. Und ich denke, da kann man durch gute, strukturierte Fragen viele, viele Tipps geben, damit man dann auf lange Sicht wirklich die richtigen Menschen an Bord hat, die auch eben dafür brennen. Das ist das eine. Ich finde es wahnsinnig interessant, welche neuen Konzepte, was da auch im Franchise-Markt sich tut. Das finde ich immer irrsinnig interessant. Und diese Unternehmen sind meistens ja in ihrem Business extrem erfolgreich und Profis. Und gleichzeitig zur Skalierung ist es einfach gut, wenn wir beraten können, damit sie nahezu am direkten Weg diese Expansion schaffen. Mhm. Und der zweite Punkt ist natürlich, wie du gesagt hast, bestehende, oft sehr erfolgreiche, langjährige Franchise-Systeme. Ich weiß aus der eigenen Erfahrung, es ist immer wieder ein neues Thema präsent. Ja, einerseits aus dem Umfeld oder Aktualitäten, wie wir es ja jetzt auch gerade in Pandemiezeiten erleben, aber auch sonst, ja, aufgrund vom Wachstum. Wir implementieren beispielsweise einen Beirat oder wir haben eben Innovationen. Und ich denke, wenn diese Perspektive, die ich gut mit einbringen kann, was braucht ein Franchise-Nehmer und was braucht ein Franchise-Geber, um das dann auch wieder so gut wie möglich zu implementieren, dass es da auch aufgrund meiner Erfahrung, dass ich da sehr, sehr gut unterstützen kann
Und es macht mir einfach einen Riesenspaß, da den Support zu geben. Also letztendlich unser Berateransatz, mit dem wir ja schon seit Jahren erfolgreich sind, nämlich Fairplay Franchising, Partnerschaft auf Augenhöhe. Genau. Absolut. Also das ist ganz klar aus meiner Sicht der Erfolgsgarant, sowieso die Basis vom Erfolg, hier auf Augenhöhe und fair von beiden Seiten zu agieren. Sehr gut. Ja, ja, Carina steht für mich für Innovation, für Veränderung, ja, für auch permanent hinterfragen, was ist das noch Bessere am Guten sozusagen. Ja. Und du hast uns auch was mitgebracht, nämlich was Neues für die Franchise-Community. Ganz genau. Auch, das sage ich auch gerne nochmal, meine Veränderung, die 2019 schweren Herzens ja stattgefunden hat. Ich habe Mrs. Borty sehr, sehr geliebt und das war ja fast 10 Jahre so mein Leben. Und gleichzeitig habe ich eben aufgrund meiner, ja, meiner Person und ich bin neugierig und liebe Entwicklung und Veränderung, mich entschlossen, ja, noch einmal mir die große Franchise-Welt anzuschauen. Davor habe ich entschieden, noch einmal mir die weite Welt tatsächlich anzuschauen und war ein Jahr auf Reisen. Gleichzeitig immer mit dem Bewusstsein, letztendlich, ich werde in der Franchise-Welt unbedingt bleiben. Insofern freut mich das jetzt sehr, in dem Rahmen von Syncon auch ausüben zu können. Und nebenbei habe ich auch eine zweite Leidenschaft, nämlich Podcasts. Über Podcasts mir Inspiration zu holen. Und deswegen habe ich mich entschieden, ja, einen Franchise-Podcast zu machen. Und zwar geht es mir da darum, die Menschen aus der Franchise-Szene oder auch Menschen, die die Franchise-Szene bereichern, in den Vordergrund zu stellen, Einblick zu geben, was macht so den Erfolg der Menschen aus, der Franchise-Systeme aus und ja, dadurch hoffentlich viele Menschen in der Franchise-Community, aber auch Menschen, die vielleicht überlegen, sich selbstständig zu machen, das dann auch mit Franchise zu tun, sie da auf den Geschmack zu bringen und damit ihren Lebensweg zu begleiten. Ja, wunderbar. Ja, dann freuen wir uns auf ganz, 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 ganz viele Franchise-Interviews im Rahmen von Franchise Jause. Ja, toll, dass man da gleichzeitig sozusagen kulinarisch auch mit dabei sein kann. Das ist wunderbar. Das kann man dann mitbekommen beim Podcast, denke ich, ein bisschen. Ja, und ich freue mich auf ganz, ganz viele gemeinsame Projekte. Ich mich auch. Lieben Dank, Waltraud.